es geht für mich nicht so wie früher um höher, schneller, weiter. Ich will schon mal weiterlaufen und auch schneller laufen auf meine Trails, aber es ist für mich vielmehr so ein ruhiger, tiefer, näher. So, das beschreibt für mich Trailrunning ganz stark. Es geht in die Tiefe, so eine kraftvolle Ruhe. Hey, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast und herzlich willkommen zu eurem 101 des Traillaufens. Wupp, wupp. Ich, Eileen aus dem Team Achilles Running, habe mir Trailrunning Coach Florian Reiter geschnappt und ihn mal mit den ganzen Fragen gelöchert, die so aufkommen, wenn man als Flachlandläuferin, am besten noch aus einer Großstadt wie ich, mal vorhat, draußen mitten im Nirgendwo auf Bergen oder den Wald zu laufen. Wie laufe ich da am besten? Wie setze ich meinen Körper richtig ein? Und welches Equipment brauche ich wirklich? Florian gibt uns super Tipps zu Lauftechnik, Ausrüstung und verrät uns, warum wir beim Laufen am besten unser Handy immer auf laut und eben nicht auf lautlos haben. Viel Spaß beim Gespräch mit Florian Reiter und den Grundlagen des Trailrunnings. Hallo Florian, schöne Grüße nach Österreich heute diesmal. Wie geht's dir? Hallo Eileen, ja, vielen herzlichen Dank. Mir geht's ausgezeichnet. Liebe Grüße, retour nach Norddeutschland. Ja, stimmt, Norddeutschland ist es für euch, ne? Wenn ich jetzt jemanden aus Hamburg treffe oder so und sage, Berlin ist Norddeutschland, dann wird er mich wahrscheinlich mit dem Regenski verprügeln. Ja, schön. Cool, dass du dabei bist. Wir wollen ja heute uns ein bisschen übers Trailrunning unterhalten. Gefühlt von mir zumindest ist es ein Sport, den gerade viele, viele machen. Es zieht, glaube ich, immer mehr Leute abseits der Straßen. Deswegen fangen wir mal ganz basic an. Wie hast du zum Laufen gefunden? Ja, also Laufen war bei mir einfach immer schon ein Teil. Ich bin jetzt 36 und ich laufe seit 35 Jahren. Also es war immer schon in meiner Kindheit einfach ein Teil von mir. Jetzt nicht aus Wettbewerb, nicht als Training, sondern einfach, ich war immer schon gerne im Garten draußen, habe dort meine Parcours gemacht, bei Kindergeburtstagen durch den Wald so meine Strecken abgesteckt. Und es hat mich immer schon fasziniert. Ich war 6-Jähriger mal in Stuttgart mit meinem Vater bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft und eigentlich war der Laufen immer schon ein Teil von mir. Mhm. Und irgendwann hat es dann einmal angefangen, dass das Ganze mehr geworden ist. Ich habe dann auch andere Sportarten gemacht. Und genau, und in der Schulzeit war es dann so, dann ist irgendwie, hat sich was verändert für mich, weil dann sind Bewertungen dazu gekommen von ein paar Menschen, ich wäre zu unsportlich und ich müsste abnehmen und so. Und dann hat es für mich angefangen, dass ich mehr trainiert habe, mehr der Leistungsfokus im Vordergrund war und habe dann viel Leichtathletik gemacht und Fußball gemacht. Und das war dann ein anderer Teil von Laufen, das ich dann einige Jahre gemacht habe, habe dann mit Triathlon begonnen, wo ich 19 war. Und zwischenzeitlich habe ich ein paar Jahre gehabt, wo ich mit Laufen ganz wenig am Hut gehabt habe. Da war es viel mehr Skateboarden und Snowboarden, also ganz andere Dinge. Und ja, so über die letzten 10, 15 Jahren hat sich Laufen immer mehr zum Teil von mir entwickelt, auch hinsichtlich Berufung, weil ich in meinem Beruf sehr viel mit Laufen zum Tun habe. Und ich würde zumal so sagen, ich bin jetzt immer mehr in meinem eigenen Laufrhythmus, weniger im Außen orientieren, sondern ganz gut in mich spüren, was tut mir jetzt gerade gut. Und ja, also so meine Laufgeschichte ist schon lang mit allen Auf und Abs. Mit allen Auf und Abs. Also es war nicht immer nur gut gelaufen. Ich habe einige Dinge gemacht, die nicht gut funktioniert haben. Und das waren dann aber wieder sehr spannende Erfahrungen, die für mich oder für meine Klienten oder Patientinnen dann auch wieder mit einbringen kann. Dann müssen wir vielleicht kurz aufschlüsseln. Du bist Physiotherapeut. Genau. Oder hast gelernt, Physiotherapeut. Mittlerweile hast du ja ganz viele andere Sachen noch, die du anbietest. Wann ging das denn mit dem Trailrunning dann an? Oder war das schon immer irgendwie dabei? Es war, wenn ich zurückdenke, war es schon immer so ein Teil, weil ich in der Kindheit und Jugend waren wir oft auf Sommerurlaub in die Berge auf einer Selbstversorgerhütte und das hat mich immer schon fasziniert. Ganz bald in der Früh raus und schauen, wie die Sonne über den Berg kommt und ich habe mir dann als kleiner Bub schon gedacht, wow, ich würde da gerne mal über 2000 Meter raufwandern oder ein Stück laufen. Und mein Vater hat damals auch zum Laufen angefangen. Also da hat mich das mit 10 Jahren schon richtig fasziniert. Aber wirklich mit Trailrunning, wie es jetzt halt heißt,
habe ich dann angefangen, wo ich zurück nach Oberösterreich gezogen bin. Ich habe 9 Jahre in Wien gelebt und da habe ich Triathlon gemacht und habe auf der Ebene trainiert und Intervalle und alles nach Pace und nach Trainingsplan und bin selten ins Gelände gegangen. Und dann bin ich zurück nach Oberösterreich und habe da meinen ersten Berglauf gemacht. Es war so ein kleiner Berglauf bei uns in der Gegend und ich habe den Berglauf dann sogar gewonnen, was jetzt gar nicht das Entscheidende war, aber ich habe gemerkt. Glückwunsch. Danke. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ey, das macht unglaublich Spaß, es liegt mir. Und da hat es dann angefangen. Und das war 2012. Und seitdem bin ich ganz viel im Gelände unterwegs und natürlich auch gerne am Asphalt laufen. Also ich würde das jetzt gar nicht für mich so grob unterscheiden. In Trailrunning oder nicht Trailrunning, es ist für mich alles Laufen, Bewegung, Gehen, das Tempo kommt nicht drauf an. Aber da hat es eigentlich vor 9 Jahren hat so richtig intensiv angefangen, dass ich mich mit Trailrunning beschäftige. Was fasziniert dich denn so an Trailrunning? Es ist das, dass ich draußen in der Natur bin und jeder Schritt ist anders. Und ich laufe durch den Wald, ich bin ganz im Hier und Jetzt. Ich konzentriere mich, sind Wurzeln da, ist es rutschig, geht's bergauf. Das heißt, ich habe so eine starke Verbindung zur Natur. Das ist das, was ich beim Trailrunning ganz stark spüre und eine ganz starke Verbindung zu mir selber, weil ich ganz gut auf meinen Rhythmus achte. Mal laufe ich schnell, dann laufe ich langsam, dann bleibe ich stehen, bin irgendwo oben auf einem kleinen Gipfel oder habe zwischen die Bäume so einen Blick, wo ich dann in die Berge schaue oder ins Tal, wo ich vorher raufgelaufen bin. Und atme da ein paar Mal durch und bleib stehen. Hab so viele Tierbegegnungen auf die Trails. Das ist auch so schön. Dann habe ich mir einen Fuchs getroffen. Dann habe ich mir ein kleines Schaf hoch oben am Berg das Leben gerettet, weil es im Zaun so verhettert hat. Und das sind alles so Begegnungen, die, wenn ich jetzt bei uns in der Stadt laufe, die ich nicht so auf die Art und Weise habe. Und das ist für mich Trailrunning. Es verbindet mich ganz stark zu mir. Ganz stark zur Natur und zu anderen Lebewesen, Tieren und vor allem auch zu anderen Läufer und Läuferinnen, weil es einfach unglaublich Spaß macht, sie über den wunderbaren Sport auszutauschen. Und es geht für mich nicht so wie früher um höher, schneller, weiter. Ich will schon mal weiterlaufen und auch schneller laufen auf meine Trails, aber es ist für mich vielmehr so ruhiger, tiefer, näher. So, das beschreibt für mich Trailrunning ganz stark. Es geht in die Tiefe, so eine kraftvolle Ruhe und ich komme ganz neu zu mir und zur Natur. Und das ist für mich das, was eigentlich die Faszination Trailrunning ausmacht. Klingt sehr schön. Und das Schöne ist ja, du hast ja die Erfahrung eben auf der Straße und im Trailrunning. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, Trailrunning, wie würdest du das definieren? Was würdest du sagen, so quasi Wikipedia-Eintrag, erster Absatz, was ist Trailrunning? Ja, der Klassiker ist ja so, dass dort, wo der Asphalt aufhört, und tatsächlich ist es ja wirklich so, teilweise laufe ich ein Stück am Asphalt, du kennst es vielleicht auch, du hast ein Stück am Asphalt, bevor es dann irgendwie am Trail kommst und dann laufe ich wo in der Wiese, über einen Schotterweg, im Wald und das braucht nicht immer das Alpine sein. Das heißt, das ist irgendwo einfach weg vom Asphalt und ob das durch einen Stadtpark ist, wo du schöne Singletrails hast. Viele von, die bei mir, bei meinen Camps schon mal waren, sind aus der Hamburger Gegend oder zum Teil aus der Berliner Gegend. Und da kannst du genauso in die Harburger Berge laufen und das ist für mich genauso Trailrunning. Das heißt, es ist für mich Trailrunning einfach irgendwo einen Weg suchen, wo du abseits vom Asphalt bist und kreativ und erforscht spielerisch. Einfach schauen, wo geht's hin? Was konnte ich da entdecken? Das so ein bisschen das Abenteuer macht's von mir da aus. Und da braucht's nicht die Alpen dazu, sondern das geht gleich ums Eck irgendwo mal schauen, welche Wege du vielleicht noch nicht kennst. Okay. Was ist denn so deine schönste Erfahrung oder dein schönes Erlebnis bei einem Trailrun gewesen, wo du sagst, so, das war so geil, das erzähle ich jedem beim Bierchen? Gute Frage, da kommen wir mal jetzt ein paar Sachen in den Sinn. Ja, kannst auch ein paar Sachen erzählen. Ich finde das immer total spannend. Ja, also was für mich wirklich eine ganz schöne Begegnung war, wo ich damals vor 4 Jahren im Pitztal oder vor 2 Jahren im Pitztal ein Camp gehabt habe und ich bin in der Früh vor dem Frühstück nur, bevor ich mit den anderen Teilnehmern was gemacht habe, habe ich den Impuls gehabt, ich möchte auf den 3000er noch rauflaufen. Keine Ahnung warum. Und ich habe dann auf dem Weg, bin ganz bald losgelaufen und auf dem Weg dann eben eine Schafherde getroffen und da war ein ganz junges Schaf im Zaun so verhettert und voll verletzt und
hat sicher schon ganz lang gearbeitet, dass das da rauskommt, und ich habe es dann in einer halben Stunde geschafft, dass ich es mit Notfallschere und allem drum und dran aus dem Zaun wieder rausbringe. Und dann war ich auf dem Berg oben, und wo ich runtergelaufen bin, wieder von dem Berg, habe ich die Schafherde wieder getroffen, und die habe ich schon mal gesehen, und die sind sonst immer weggelaufen. Und dann bin ich stehen geblieben, und dann ist ein großes Schaf, und das ist auch vorher immer zu mir gekommen, wo ich es gerettet habe. Ich vermute mal, es war die Mutter, ist dann zu mir hergekommen und hat den Kopf so ganz lang in meine Hand reingelegt, und dann hat sie sich umgedreht und ist wieder gegangen, und das junge Schaf hat wieder gehen können. Es waren die Füße noch ein bisschen eingeschlafen, und das war ich habe Gänsehaut gerade. Unglaublich, schön. Unglaublich ja. Berührende Begegnung oder berührendes Erlebnis für mich beim Trailrunning. Und ich bin sehr viel mit Camps unterwegs in die Bergen, und was da für mich immer ganz berührend ist, wann wer über seine Grenze geht, wann vielleicht Dinge auf einmal möglich werden, die vorher unmöglich waren. Wenn man auch bei einem Camp und der Teilnehmerin ist noch nie länger wie 12, 13 Kilometer gelaufen, und dann sind wir gelaufen und es waren im Endeffekt 20 Kilometer, und sie hat gelacht, sie hat gewarnt, weil es so einen Spaß gehabt hat, weil so eine Emotion mit dabei war und wir in der Gruppe das geschafft haben, das war fantastisch. Also wenn ich solche Sachen dann miterleben darf, wo sie beim gemeinsamen Laufen in die Berge einfach, wo einfach Grenzen verschoben werden können. Und das ist für mich auch so ein Erlebnis, das für mich zum Beispiel stark in Erinnerung ist. Und bei mir persönlich, so ein eigenes Erlebnis, was mich betrifft, war das, wo ich letztes Jahr im Mai um 2:30 in der Früh mal losgelaufen bin. Ich habe dann um den Puls gehabt. 2:30 2:30 am Vorabend alles gepackt, weil das macht sonst keinen Sinn, wenn du in der Früh zum Backen anfängst, habe alles bereitgelegt, bin bald ins Bett gegangen und bin um 2:30 losgelaufen von Steyr, von meiner Heimatstadt, und wollte die ganzen kleinen Berge rund um Steyr erlaufen. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, einen langen Lauf zu machen. Und es waren dann im Endeffekt was wirklich ein langer Lauf. Ich war am Nachmittag dann wieder zu Hause. Es waren 95 Kilometer mit fast 5000 Höhenmeter. Und das bin ich nicht gewöhnt. Also so lange Dinge mache ich normalerweise nicht. Und es war so spannend für mich, die Hochs und die Tiefs zu erleben, so wirklich am eigenen Körper. Ich arbeite viel mit Ultraläufer, Läuferinnen zusammen. Aber das war für mich einmal ganz spannend, weil ich am Anfang ein bisschen schnell gelaufen bin, spurz wenig getrunken habe. Dann habe ich ein Tief gehabt nach 60 Kilometern, habe schon geglaubt, ich muss mich abholen lassen. Dann habe ich geausnetzt. 60 Kilometer sind auch lang. Ja, also. Das ist schon lang, ja. Und ich war da echt am Berg oben und habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Dann habe ich Pause gemacht, habe gut geatmet, und auf einmal ist die Kraft wieder gekommen. Und ich bin 20, 30 Kilometer wieder richtig zügig gelaufen. Und das war für mich so schön, dass ich alle Hochs und Tiefs an dem Tag durchlebt habe. Und das war für mich auch ganz emotional, und ich wollte eigentlich 100 laufen, aber ich habe mich dann von meiner Familie noch 95 Kilometer abgeholt lassen, meine Heimatstadt wieder, weil ich gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich bin auch nicht über meine Grenze dann gegangen, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt ist Schluss. Und das war für mich, ist jetzt so eine ganz eine schöne und eine emotionale Erinnerung, wenn ich für mich dann zurückdenke an die Geschichte. Dann machen wir noch die Gegenfrage. Was ist so das schlimmste Erlebnis oder die blödeste Erfahrung, die du beim Trailrunning gemacht hast? Einmal war so eine Erfahrung, da habe ich, bin ich ziemlich in Eile zum Trailrunning-Camp angereist, das ich auch geleitet habe. Und ich bin mit der Gruppe losgelaufen, und noch circa auf einem leichten Trail, gerade beim Loslaufen, der erste Trail, ich war schon gestresst, wo ich hinkommen bin. Und dann bin ich gelaufen, war nicht so achtsam, Lichtschattenwechsel, und ich bin gestolpert. Und es ist so gestolpert aber, dass mein Unterschenkel und Schienbein richtig aufplatzt waren. Und es waren zum Glück zwei Ärzte mit in der Gruppe, und wir sind dann gleich ins Krankenhaus gefahren, weil es war wirklich zum Nähen. Und es war im ersten Moment richtig blöd und unangenehm für mich, weil ich mir gedacht habe, okay, ich mache mit denen jetzt zwei Tage was, und ich laufe keine 30 Minuten und ich bin voll verletzt. Im zweiten Schritt hat es aber super funktioniert. Die sind dann weitergelaufen zu der Hütte. Ich bin genäht worden. Ich bin dann nachgekommen und habe am nächsten Tag auch wieder laufen können. Und mit einem genähten Bein? Ja, aber es war nur das Schienbein. Also die Gelenke war alles okay, und es war super möglich. Und ganz in einem ruhigen Tempo. Und es war im ersten Moment recht blöd, aber im zweiten habe ich für mich dann entschieden, dass ich mich für die Camps immer nur intensiver und anders vorbereite, dass ich absolut in Ruhe anreisen kann. Also das ist sowas, was mir da in Erinnerung ist. Und Gewitter in die Berge waren auch zwei, dreimal. Das ist auch unangenehm. Und sofern es möglich ist, einfach wirklich mit Wetter-App und dem Ganzen halt schauen, dass ich meine Touren so plan,
dass ich nicht in die Situation komme, weil das ist natürlich auch relativ unangenehm, wenn es zum Gewittern und Blitzen anfängt und du bist nicht mehr so weit weg vom Zentrum. Ja, du gehst ja dann immer höher, ne? Das ist dann so. Du hast ja jetzt gerade ganz viel schon deine Camps angesprochen und deine Coachings. Wann fing das denn an, dass du Leute im Trailrunning gecoacht hast? Also angefangen mit Coaching habe ich 2008, 2009, wo ich meine Triathlon-Trainerausbildung oder Instruktorausbildung gemacht habe. Und mit Trailrunning-Coaching, das war dann so ein fließender Übergang. Als Physiotherapeut, was ich gearbeitet habe, sind dann immer mehr Läufer und Läuferinnen zu mir gekommen. Und irgendwann immer mehr Trailläufer, weil das hat sich dann einfach so ergeben über Mundpropaganda, ich bin ein Trailläufer. Und für mich ist es auch so, wenn ich jetzt Schmerzen hätte beim Downhill und ich habe Knieschmerzen, dann würde ich mir das voll gern von wem anschauen lassen, der vom Laufen eine Ahnung hat und der vom Downhill eine Ahnung hat oder Erfahrung hat und sich dann mein Knie anschaut und vielleicht auch eine Laufanalyse macht. Und so hat sich das eigentlich Schritt für Schritt in die letzten 7, 8, 9 Jahre entwickelt, dass ich einfach immer mehr im Laufcoaching oder halt spezifisch auch mit der Physiotherapie, der Sportphysiotherapie, im Trailrunning-Bereich das mache. Und vor ein paar Jahren habe ich das erste Trailrunning-Camp dann gemacht. Und ja, das war ganz spannend, so mein erstes Mini-Event organisiert, voll aufgeregt gewesen, wird das angenommen, noch ganz einen genauen Plan geschrieben, wie ich das mache. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, schon 25 so mehrtägige Camps gemacht in den letzten paar Jahren. Und es hat sich extrem schön entwickelt, es entwickelt sich immer weiter. Ich schaue das auch immer wieder zum Professionalisieren, das heißt, ich kriege immer Feedback, ich nehme Co-Trainer, Trainerinnen mit dazu. Das ist jetzt einfach gewachsen und das macht unglaublich Spaß und am Anfang habe ich es für 2, 3 Leute gemacht und mittlerweile ist jedes Camp eigentlich fast ausgebucht und wir sind 18 Leute und das ist auch voll schön und viel kommen schon das dritte oder das vierte Jahr und das macht einfach unglaublich Spaß, also die Entwicklung von den Läuferinnen dann sehen, was sie da alles entwickelt. Mhm. Also so hat das angefangen. Über die Jahre ist so konstant gewachsen. Gewachsen, ja. Was gibt dir denn das Coaching? Also außer Spaß vielleicht. Gibt es da noch so andere Aspekte, warum du sagst, boah, das ist total cool, andere Leute zu coachen? Weil es unglaublich schön ist, wenn ich ein Stück weit Wegbegleiter sein kann und Dinge vielleicht durch meine Erfahrung sehe und dann einfach weitergeben kann. Es ist jetzt nie so, dass ich mich hinstelle, so, ich bin jetzt der Florian, Trailrunning-Coach, ich weiß, wie Trailrunning oder Laufen funktioniert. Überhaupt nicht. Ich habe halt meine Erfahrungen gesammelt, meine eigenen und mit Physiotherapie, Laufcoaching, Mentaltraining. Aber das ist halt nur ein kleiner Aspekt. Und das, was mir beim Coaching so Spaß macht, ist einfach das, wenn ich sehe, wie Grenzen verschoben werden können. Ja. Wie eure Glaubenssätze, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich habe keine Läuferinnenfigur, Laufen ist schlecht für meine Knie, ich kann nicht laufen. Wenn man sich von sowas nachhaltig lösen kann und auf einmal eine Leichtigkeit und eine Freude beim Laufen da ist, im eigenen Rhythmus laufen. Und wenn ich das mitbeobachten darf, dann weiß ich, okay, dann habe ich meinen Auftrag da erfüllt und sie können wieder weiterlaufen. Weil es ist, ich sage das immer so aus ein Stück weit Wegbegleitung und dann geht's wieder weiter. Und mit manchen arbeite ich länger zusammen, mit manchen kürzer. Und das ist für mich einfach das Faszinierende. Oder wenn wer immer Schmerzen hat beim Laufen und endlich wieder schmerzfrei laufen kann, an Spaß beim Laufen hat, vielleicht nicht immer nur noch sie an Stress mit der Uhr macht beim Laufen, sondern einfach wieder aufs eigene Herz hören kann, aufs Bauchgefühl und einmal wieder Einheiten ohne der Uhr macht und einfach merkt, wow, wie befreiend das sein kann. Und man wäre zum Beispiel auch überhaupt mit dem Laufen einmal anfängt. Das ist auch für mich so schön im Coaching, weil ich arbeite nicht nur mit sportlichen, wenn man so definieren möchte, leidsam, sondern auch ganz viel, die überhaupt einmal anfangen wollen. Und da geht es einmal um 20 Meter laufen oder um 50. Und das ist dann so schön zum sehen, wenn die auf einmal einen Kilometer durchlaufen können und mir dann schreiben, hey Florian, ich habe es jetzt geschafft, das erste Mal einen Kilometer laufen und mir tut nichts weh und ich habe keine Seitenstechen. Genau, das sind so die schönen Sachen, die mir am Coaching einfach so unglaublich Spaß machen. Wer sind das denn so die typischen Leute, die in deine Camps kommen? Also sind das wirklich komplette Laufanfänger, welche, die anfangen, welche, die schon Trailrunning faszinierend finden, schon Erfahrung haben? Wer ist da so?
Es ist eine bunte Mischung. Also ich schaue mir das immer genau an, wer so kommt und von wo die kommen, und bereite mir vor. Ich habe so ein Formular am Anfang, wo es mir eine Lauferfahrungen einschreiben, damit ich weiß, okay, passt das Camp? Weil ich habe Camps, die eher für Einsteigerinnen sind und eher für Fortgeschrittene. Und für also Two-Levels-Camp, wo wir viel gemeinsam machen, weil das ist mir auch wichtig. Ich will nicht sagen, okay, das sind die Anfänger, das sind die Fortgeschrittenen, das ist manchmal schon wichtig, aber ich mache auch ganz viel, wo beide da sein können, weil wir machen dann ganz viel gemeinsam, weil die Schnellen lernen oft ganz viel von den Langsamen und umgekehrt. Und so ist es so, dass viel zum Beispiel Wanderer sind, die einmal ein Stück laufen wollen, weil sie gerne in die Berge sind. Für die früher klassisch Marathon gelaufen sind oder aus dem Triathlon kommen und jetzt irgendwie das Gefühl haben, das wäre mir ganz cool, auf den Berg zu laufen. Ja. Oder auch für die überhaupt mit dem Laufen anfangen und das irgendwie von Anfang an gleich einmal richtig machen wollen, weil sie so die Sorge haben, okay, ich habe gehört, Bergablaufen ist schädlich für die Kniegelenke und so weiter, dass sie es gleich am Anfang einfach richtig machen wollen. Und viel gibt es, das merke ich auch, die einfach sie austauschen wollen. Das gemeinsame Laufen, die Community. Und es ist ganz oft auch so, dass die Freundschaften oder Bekanntschaften über die Camps zu Freundschaften werden und sie so ein Netzwerk bildet und dann wer auf Urlaub kommt. Und es ist so aus ganz Österreich, Deutschland, Italien und ein paar andere Länder. Manchmal habe ich auch schon ein bisschen was auf Englisch gemacht. Und da entsteht so eine schöne Community. Und das ist eines meiner großen Anliegen, dass es der Austausch und das Gemeinsame so was Besonderes ist für mich, was Laufen ausmacht. Was sind denn so die meistgestellten Fragen, die du dann in deinen Camps bekommst, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, okay, das sind die Top 5 oder so? Top 5, Ausrüstung, also konkret oder Schuh und meistens auch noch so der Rucksack, das was Thema Ausrüstung betrifft. Wie jetzt richtig bergauf und bergab lauf, also uphill und downhill, das sind so Dinge, die ganz klassisch immer wieder kommen. Mentaltraining, also ich habe Mentalcoaching-Ausbildung gemacht vor vielen Jahren und mache in dem Bereich auch sehr viel. Es geht sehr viel um Motivation und um das, wie ich das einfach machen kann, dass ich nur freudvoller laufe. Und dann ist auch noch auf jeden Fall ein Punkt, wie ich es gesundheitsförderlich machen kann. Das heißt, sie wollen jetzt Traillaufen und auf was muss ich einfach achten? Und da geht es dann in die Themen Athletiktraining, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Gleichgewicht. Also da kommen dann auch sehr viel Fragen in die Richtung. Und ich würde glauben, dass das so die hauptsächlichen Fragen sind. Die habe ich auch noch alle aufgeschrieben. Da gehen wir auch noch gleich drauf ein, weil das wollen wir natürlich von dir auch wissen, wenn wir schon mal einen Experten hier sitzen haben. Ich möchte aber ganz gerne noch vorher wissen, was ist so für dich der beste Trailrun? Meinst du streckentechnisch oder? Sowohl als auch. Streckentechnisch, wo kann man da so, was würdest du sagen? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, egal, also Geld und Reise ist alles egal, empfehle mir einen Traillauf. Für mich jetzt schwierig zu beantworten. Also ich bin unglaublich gern im Zillertal, wo ich regelmäßig Camps mache mit einem guten Freund im Gröll Markus gemeinsam. Also da habe ich eine Verbindung hin und da gibt's einen Laufbewerb dort im Zillertal. Also das macht richtig Spaß. Und ja, was für mich ein besonderer Ort ist, nur wo ich liebend gern laufe und wo ich dieses Jahr erstmal zwei Camps an einem Ort mache und auch ein neues Format zur Retreat, wo es ganz viel um die Verbundenheit und um den eigenen Rhythmus geht, ist im Raurisser Tal in Salzburg, in Kolmsegurn, wo wir im Raurisser Urwald sind. Und dort ist kein Handyempfang, es sind die 3000er rund um uns herum und du bist unten in einer kleinen Hütte, wunderbare Gastgeber und da starten wir dann und da ist der Urwald und wir haben so Holzplattformen, wo wir Morgenaktivierungen machen können und das ist für mich also ein ganz besonderer Ort. Wobei ich es jetzt gar nicht werten möchte, auch gegenüber den anderen Locations, aber das sind genauso der Pitztal, wo wir einen Gletscher mit dabei haben, also da ist ein bisschen alpiner dann wieder, also wer das gern hat, macht das zum Beispiel auch unglaublich Spaß. Und aber es braucht nicht die Alpen, also für mich ein perfekter Trailrun ist der, wenn ich rausgehe, es strömt vielleicht in Regen und ich laufe von meiner Haustür weg durch den Wald entlang vom Fluss und ich habe eine gute Zeit. Ich bin im Hier und Jetzt und komme nachher heim und denke mir, ja, das war jetzt ein guter Lauf. Und ob das dann 30 Minuten sind oder 4 Stunden, ist komplett egal. Das Gefühl, das ich währenddessen und nachher habe,
das entscheidet eigentlich dann für mich darüber, ob es ein guter Trailrun war. Okay, dann machen wir doch mal guter Trailrun. Du hast jetzt eine Kiste vor dir, da sind ganz viele Aspekte drin, mit Höhenmeter, Berge, Wetter, was auch immer. Du darfst dir jetzt ein paar Sachen da rauspicken, um dir einen Trailrun zusammenzubauen. Was würdest du dir rausnehmen? Für mich persönlich jetzt, wenn ich laufen gehe. Wenn du dir jetzt selber was ausdenken könntest. Ja, dann der perfekte Trailrun für mich, der mir jetzt in den Sinn kommt, ist so 30 Kilometer lang, hat 2500 Höhenmeter, ist technisch anspruchsvoll mit wirklich steile Bergauf- und Bergabpassagen und es hat absolut wechselhaftes Wetter, das heißt, es regnet, es ist gatschig und dann kommt die Sonne raus, so richtig komplett abwechslungsreich. Das heißt, das Wetter bietet alles und ich bin dort unterwegs und habe an 3000er Gipfel vielleicht, wo ich einen herrlichen Ausblick dann habe und die Wolken kurz wegziehen und ich habe so einen kurzen Spot ins Tal hinunter, wo ich losgelaufen bin, durchschnaufen, ein gutes Jausenbrot essen und dann richtig an Downhill mit 2000 Höhenmeter, wo ich sowas von im Hier und Jetzt bin und es richtig laufen lassen kann und dann unten ankommen und ich mir denke, von oben bis unten dreckig bin und von mir aus auch nass. Und unten dann ankommen und dann nur in einen Bach reinhüpfen und mich frisch mache und dann in einem trockenen Gewand was kurz isst und trinke. Das ist für mich jetzt im Moment der perfekte Trailrun, der mir in den Sinn kommt. Sehr schön, sehr schön. Wenn du unterwegs bist, wie findest du gute Trails? Also gibt es Webseiten oder Apps, die du nutzt oder bist du jemand, der einfach irgendwo aus der Tür rausgeht und sagt, ich laufe jetzt los? Ja, einerseits wirklich aus der Tür raus und los. Ich habe immer meine Laufschuhe irgendwo dabei. Im Rucksack, im Auto, 2-3 Paar Laufschuhe sind immer mit dabei. Und ich tue unglaublich gerne entdecken. Und ich habe wirklich tatsächlich nur sehr viel wirklich Landkarten, ich habe unglaublich viel Landkarten daheim. Oldschool. Und dann schlage ich die auf und schaue mal, wo geht der Weg hin. Und dann tue ich oft nur mit einer App schauen. Und genau, so mache ich das. Und manchmal schaue ich mir so Portale an. Gute Freundin von mir, mit der ich dieses Jahr den Transalpin ranlaufe. Und die haben so eine Plattform jetzt entwickelt, 365 Tage Trailen. Das ist jetzt in Österreich. Und wo man sich dann einfach so Trails raussuchen kann, die beschrieben sind. Und wo man dann wirklich auch mal ein bisschen schauen kann, hey, dort ist ein kürzerer Trail, da ist ein längerer Trail. Und sowas finde ich auch spannend, weil ich werde voll oft danach gefragt, wo sind super Trails, wo kann ich laufen? Und das ist immer schwierig, weil dann kommt darauf an, was würdest du denn gern machen? Noch was ist da? So wie du mich vorher gerade gefragt hast mit der Kiste, okay, noch was ist da? Und dann kann man da sich super Sachen aussuchen, Schwierigkeitsgrad, Dauerlänge, Höhenmeter und das ist schon ganz gut, gerade für den Einsteiger oft, wenn es da so Portale gibt, wo man einfach nachschauen kann und da Streckenbeschreibungen sind und das, was wirklich für Trailrunner ausgelegt ist, weil es ist einfach nicht zum Vergleichen mit einer Wanderroute. Warum nicht? Ja, weil du länger brauchst beim Wandern. Und wenn du jetzt angeschrieben ist, normalerweise, wenn du jetzt angeschrieben ist, du würdest das, ich mache oft eine Runde, die laufe ich in 10 Stunden, aber es sind eigentlich 3-4 Tagesetappen. Und da kann ich, wenn ich jetzt schnell laufe und wirklich einen zügigen Tag machen will, dann brauche ich da andere Zeitangaben, wenn ich mich nach dem orientiere. Das heißt, da schaue ich dann wirklich noch Kilometer und Höhenmeter und Streckenbeschaffenheit, dann kann ich das viel besser planen. Ja, stimmt, hast du recht. Da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Aber trotzdem kann man ja Wanderrouten nehmen, um sich daran zu orientieren, ne? Ja, definitiv. Und das, was mir auch wichtig ist, Trailrunning heißt für mich nicht nur durchlaufen. Viele kommen so zum Camp und die Anfangssorge, die fast alle haben, ist die, wir stehen in der Runde und dann schaut jeder so zum anderen und sagt, okay, die schauen aber schnell aus. Bin ich schnell genug? Und das ist das, was ich gleich von vorne weg jedem mal die Sorge nehme, weil es geht nicht ums Schnelle und um das, wie man ausschaut, sondern wir laufen auch nicht durch, wir gehen viel, wir machen Techniktraining und das Uphill, Downhill, einmal bewusst Pause machen. Und von daher ist es manchmal so, dass ich wirklich langsam unterwegs bin und viel gehe und dann wieder ein Stück laufe. Und das ist für mich trotzdem ein Trailrun, auch wenn ich vielleicht viel gehe. Also ich würde das gar nicht zu viel auseinander dividieren. Ja, dann kommen wir doch mal in die Sachen Richtung Ausrüstung und Technik und sowas. Lass uns mal mit der Ausrüstung starten, würde ich sagen. Weil das ist auch das, was wir immer viele Fragen kriegen. So, okay, man will irgendwie Trailrunning machen, man macht nur so Straßenläufe, sagen wir mal, oder mal hier Stadtpark. Ich möchte jetzt in die Berge, wirklich in den dreckigen Trail. Fangen wir meistens bei den Schuhen an.
Was machen Trail-Schuhe aus? Welche Schuhe kann ich da gut für nehmen? Genau, Schuhe ist einmal eins mit von den wichtigsten Sachen. Mhm. Wichtig ist, dass ich mir vorher überlege, okay, für was möchte ich den Schuh jetzt nutzen? Laufst du jetzt zum Beispiel in Berlin viel am Asphalt und dann hast du halt nur 2-3 Kilometer Trail irgendwo in einem Park oder so, dann brauche ich einen Schuh, der vom Außenprofil so ist, dass er nicht noch 4-mal Asphalt laufen, das komplette Profil weg ist, weil es so eine weiche Gummimischung ist. Das heißt, vorab überlegen, für welchen Untergrund brauche ich das? Soll es ein Allrounder-Schuh sein, mit dem ich alles laufen kann, oder wirklich einer, der für tiefen, gatschigen Boden ist? Mhm. Dann laufe ich 5 Kilometer Trails oder mache ich Ultraläufe. Das heißt, je nachdem, wie lang bin ich unterwegs und wie ist mein Fuß gebaut. Das heißt, ich soll in den Schuh reinschlüpfen und er soll einfach wirklich optimal passen. Vorne genug Spielraum, dass die Zehenbox vorne breit genug ist, dass die Füße nicht eingezwängt sind vorne, dass du vorne bei den Zehen genug Platz hast. Ich weiß nicht, wie oft ihr das erlebt, dass Läuferinnen kleine Schuhe haben, und dann blaue Zehennägel kriegen, und das ist gerade beim Downhill einfach auch ein großes Thema, das heißt, dass wirklich der Schuh gut passt. Und dann hinsichtlich, wie der Schuh aufgebaut ist, was für Außenmaterial der hat, wie viel Zwischensohle, ob das jetzt einer ist, der ganz viel Zwischensohle hat, aber 0 mm Sprengung, das ist dann eine Typsache und auch eine Techniksache und eine Konstitutionssache, weil das schaue ich mir dann immer an, da kann ich nicht generell einen Tipp geben, aber wenn ich jetzt wenn laufen sehe, und dann auch schaue, ich mache immer Barfußanalysen, dann schaue ich, okay, was passiert mit dem Fußgewölbe, was passiert mit Knie, Hüfte, Beinachse, und dann habe ich vielleicht schon eine Idee, welcher Schuh da optimal ist. Also da spielen ganz viele Faktoren zusammen, und ob der dann mehr oder weniger Sprengung hat, also Differenz von Ferse zu den Zehen vorne, oder mehr oder weniger Stütze hat, ist dann nicht das Entscheidende. Du musst dich wohl und vor allem sicher fühlen. Weil ein Schuh mit viel Stütze hast im Gelände nicht unbedingt, dass du sicherer bist. Weil wenn du einen sehr unbeweglichen, starren Schuh jetzt hast und auf einen Stein rauf trittst, dann kippt der Schuh schnell weg und der Fuß kann gar nicht so viel Arbeit übernehmen. Das heißt, wenn der Schuh an sich eine Spur weit beweglicher ist und du mehr spürst, dann kann der Fuß aktiver arbeiten. Und das ist für mich auch sehr wertvoll, braucht aber, wenn ich da wenig Erfahrung habe, wirklich einen langsamen Umstieg. Also das ist für mich da ein ganz entscheidender Punkt da. Genau, also das so zum hinsichtlich Schuhwerk werden für mich das einmal, da stelle ich vorab einige Fragen und dann schaue ich mir an, wie läuft der oder die und für was brauchst du den Schuh. Und dann kann man da schon ganz gut sagen, ob er passt. Und letztendlich entscheidet immer der Läuferin oder der Läufer. Ja, reinschlüpfen, wohlfühlen oder eben nicht. Und idealerweise wirklich beim Händler, wo du ausprobieren kannst und wo du einen Schuh möglicherweise vielleicht auch zurückgeben kannst, wenn du wirklich merkst, es geht überhaupt nicht. Das vorab einfach abklären. Und das ist wirklich wertvoll. Muss ich bei Trailschuhen, weil du gerade sagtest mit dem Downhill, mehr Platz vorne haben als jetzt bei so einem normalen Straßenwettkampfschuh? Wenn man so nach vorne rutscht, oder ist das so eine Urban Myth? Es ist ganz unterschiedlich. Ich habe manche, die das schon so machen. Manche möchten das überhaupt nicht. Es kommt da ganz viel auf deine Fußform an, wie hoch der Riss ist und wie du den Schuh schnürst. Also in einem Bewerb mache ich das jetzt nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel länger am Berg rauflaufe und es hat vielleicht geregnet, dann schnüre ich mir oben den Schuh nochmal neu. Das heißt, dann fange ich von vorne bis hinten einfach nochmal sanft nachschnüren, dass ich einen guten Halt drinnen habe. Weil wenn du sonst in Downhill gehst, und da kann der Schuh nur groß genug sein, aber du hast keinen guten Halt mehr drinnen, dann rutschst du ständig nach vor, ist unangenehm, nicht so sicher beim Laufen, und da kommt auch viel auf die Schnürung drauf an. Und ja, zu groß auch nicht, weil wenn du das gar nicht gewöhnt bist und es ist wurzelig, dann bleibst du am Anfang oft hängen. Also es sollte jetzt der Schuh auch nicht übermäßig groß sein, und das ist ein bisschen ausprobieren. Es kommt auch viel drauf an, wie breit der Schuh vorne ist. Okay, dann lass uns mal auf die Klamotten eingehen, auf Hosen, weil es gibt ja ganz viele so Trail-Running-Marken, die dann spezielle Trail-Running-Hosen rausbringen. Was macht denn diese Hosen aus und brauche ich die? Ja, was ich unglaublich cool finde, ist bei den Hosen, oft gibt es eine Hose, die so quasi so eng anliegende Hose und darüber nur so eine wind- oder wetterabweisende Hose, so ein Short in einem. Das macht für mich relativ viel Sinn, weil wenn ich jetzt am Berg rauflaufe und es ist oben kühl und ich bin zum Beispiel nass oder durchschwitzt, dann kühlt man nicht so schnell ab. Also das macht für mich schon mal eine gute Trailrunning-Hose aus, gerade wenn es nicht so warm ist. Und sonst liebe ich Hosen, wo ich vielleicht, wenn ich eine kleine Tour habe, nur geschwind das Berghandy, einen Autoschlüssel, einen Energieriegel oder sowas und die Windjacke noch.
in den Hosenbund. Da gibt es verschiedenste Systeme schon, ich das gleich integriert habe in der Hose. Also das macht da für mich eine gute Hose aus. Und es ist einfach wichtig, dass du dich wohlfühlst in der Hose, dass das gut sitzt, dass du für das, was du vorhast, für das Wetter, wo du unterwegs bist, einfach eine optimale Hose hast. Und ich habe immer zum Beispiel so eine wasserdichte Regenhose, die hat ein paar Gramm, die hat ein minimales Packmaß, die nehme ich einfach auch immer mit, wenn ich gerade eine Spur weit weiter am Berg laufe, das Wetter kann einfach schnell umschlagen. Und genau, das macht für mich einfach eine gute Trailhose aus. Okay. Und dann ziehst du wirklich die Hose drüber? Also so wie so eine Regenhose? Ich kenne das jetzt nicht. Ja, also, genau. Und das sind wirklich nicht so wie die Regenhosen, die ich von früher noch kenne, vom Radfahren, die sehr viel Packmaß haben, sondern wirklich, mit der macht es wahrscheinlich nicht so wirklich Spaß, das Laufen. Aber da gibt es wirklich so ganz dünne Regenhosen, die kannst du ganz komfortabel in eine kleine Hosentasche einstecken. Und die ziehst du dann einfach drüber. Mache ich zum Beispiel auch gern, wenn ich am Gipfel bin, verschwitzt. Das ist ein schöner Tag, aber durchgeschwitzt, dann ziehe ich mir die drüber, weil ich oben zum Beispiel Pause mache und die ausnehme. Und dann gehe ich noch in Downhill und nach 5 Minuten wird mir wieder richtig warm, dann ziehe ich mir die Überhose wieder aus, stecke es in den Rucksack und laufe wieder weiter. Das ist auch hinsichtlich Verletzungsprävention und Muskulatur auskühlen und so, ist das zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, neben dem Sicherheitsaspekt, wenn das Wetter umschlägt. Ah, okay, cool. Dann lass uns mal eine Etage nach oben ins Oberteil gehen und besonders Jacken. Da weiß ich ja auch, dass viele TrailläuferInnen immer extra Jacken dabei haben. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Genau, da habe ich je nach Wetter, habe ich einfach, gerade wenn ich in die Berge unterwegs bin, immer meine wasserdichte Jacke mit. Die hat auch ein geringes Packmaß und die habe ich immer hinten im Rucksack drinnen. Gibt so Systeme, die du auch direkt, die hinten weiter sind, die du direkt dann über die Trailrunning-Weste, über deinen Rucksack auch drüber anziehen kannst oder eben dann drunter. So eine Jacke habe ich eigentlich immer mit dabei. Auch wenn ich es nicht brauche oder sonst am Gipfel bei der Pause, ziehe ich mir es kurz an oder wenn das Wetter umschlägt. Das ist einfach auch gut und wichtig, dass du da genug Bewegungsfreiheit hast. Und manchmal habe ich nur eine Windjacke mit, eine ganz dünne oder eben so ein Gilet, das am Rumpf warm hält, aber die Arme sind frei. Also je nach Wetter und je nach Tour habe ich dann einfach eine von die drei Jacken dann mit dabei, wenn es notwendig ist, dass ich eine Jacke mit habe. Okay. Wie wichtig ist denn, dass da irgendwie so Accessoires aller Taschen und Reflektoren dran sind? Ist das beim Trailrunning eigentlich, ja, ist es überhaupt wichtig? Weil so im Stadtverkehr sagen wir ja, muss gesehen werden, aber im Trail, da sind weniger Autos unterwegs, ne? Ja, definitiv. Also Taschen habe ich in meine Jacken, wenn ich überlege, also in die meisten keine Taschen. Ist relativ die Ausnahme, weil ich meistens so ein Bauchgurt habe oder wirklich die Trailrunning-Weste. Also die sind wirklich dann auch ganz minimal, weniger Reißverschlüsse, leichter, weniger Platz, die sie brauchen. Und Reflektoren, ich habe dann, wenn ich wirklich in der Finsternis unterwegs bin, habe ich dann schon oft einen Reflektor, wenn ich weiß, ich habe irgendwo Strecken, wo ich Kontakt habe mit Radfahrer oder Autos oder sonst die Stirnlampe. Und die leuchtet vorne und hinten hat so ein bisschen ein rotes Licht. Und das ist das, was ich dann wirklich, wenn ich zeitig in der Früh unterwegs bin oder wenn ich nicht weiß, ob ich in der Helligkeit nur ankomme, da habe ich dann die Stirnlampe mit dabei. Aber so wirklich jetzt Reflektoren am Gewand ist, wenn du wirklich im Gelände bist und nicht irgendwo Straßenverkehr dabei hast, jetzt nicht so entscheidend. Lass uns mal kurz noch über die Materialien sprechen, weil ich bin ja keine Trailläuferin, aber ich wandere sehr gerne und da trage ich sehr gerne Merino-Wolle. Bist du da auch eher in der Fraktion unterwegs oder nimmst du die ganz normalen Synthetik-Sachen, weil die einfach leichter sind? Es ist eine Mischung. Ich habe wenig Merino, aber doch ein paar Sachen habe ich Merino. Da muss ich aber auch sagen, da hat sie auch schon, glaube ich, einiges weiterentwickelt, weil ich habe früher oft so Merino-Wolle gehabt und da war ich dann so nass geschwitzt und so durchgeschwitzt und das ist relativ, wenn das so feucht ist, war relativ unangenehm, wenn du dann am Berg bist. Habe zwar oft ein Wechsel-T-Shirt mit dabei, aber was ich da mitgekriegt habe und auch von vielen Läuferinnen jetzt schon erfahren habe, die nutzen auch liebend gern Merino, weil es einfach vom Tragekomfort ganz gut ist und auch vom Geruch her ganz angenehm ist. Und von ja, daher schaue ich dann immer, welches Gewand, welche Unterwäsche trockt sich gut. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch, wenn meine Camps, was die Gymbags betrifft oder auch die Kleidung, sofern es für mich irgendwie möglich ist, schaue ich dann auch, dass ich den Aspekt auch für mich mit umsetzen kann. Es ist da noch gut Aufholbedarf, gerade was wasserdichte Jacken und so betrifft, aber es geht schon in eine sehr spannende Richtung, finde ich, und ist für mich ein Riesenanliegen, dass ich in die Richtung auch im Bereich Trailrunning noch einiges verändern kann. Cool, sehr schön. Bin ich unterstütze dich aus der Ferne. Das ist ja gerade schon angesprochen, Laufrucksack, Bauchgurt, da gibt es ja ganz, ganz viel.
Und da steht man ja auch ganz gerne vor diesem Regal, oder ich hatte das schon, und denkst so, oh mein Gott, was ist davon sinnvoll? Wie groß muss dieser Rucksack sein? Ja. Und was muss da alles rein? Also vielleicht kannst du da ein paar Tipps geben, was da wirklich sinnvoll ist von den ganzen Sachen. Ja, voll gerne. Also es kommt wieder darauf an, eigentlich wie bei den Schuhen, für was brauchst du den Rucksack? Mhm. Und da musst du natürlich dann nochmal ein bisschen Gedanken machen, okay, für was brauche ich ihn? Brauche ich ihn wirklich nur für die Trails bei mir vor der Haustür und ich laufe vielleicht 1-2 Stunden und dass ich eine Trinkflasche reinstecken kann oder Regenjacke und das Handy und fertig. Dann brauche ich einen Rucksack oder vielleicht auch nur einen Bauchgurt, wo ich wenig Packmaß haben, da reichen 2-3 Liter. Dann gibt es solche so Westen, die vielleicht 5 Liter haben, aber auch wirklich welche mit vielleicht 12 Liter. Und ich habe mehrere, weil ich schaue dann, was mache ich, für was brauche ich es, und dann kann ich das einpacken. Und das Geniale zum Beispiel an die Westen ist das, dass, auch wenn ich jetzt die 12-Liter-Weste habe und wenn ich nur ganz wenig drinnen habe, ich spüre kaum was. Es ist kein Rucksack, der auf und ab wackelt, mhm. Es schnürt nicht ein, und ich kann aber richtig viel für mehrere Tagestouren kann ich da einpacken. Und Regenjacke, Erste-Hilfe-Ausrüstung und das, was für mich halt alles mit dazu gehört, wenn ich länger unterwegs bin. Und das habe ich dann alles griffbereit. Vorne, im Bereich der Nieren, hinten. Ich kann eigentlich auf alles gut zugreifen. Und das ist das, was die Westen einfach ausmacht. Und wenn du jetzt eine kaufst für die, ist, glaube ich, voll wichtig. Vorab, erster Schritt, überleg dafür, was brauchst du das? Mhm. Und zweiter Schritt, ausprobieren. Und vor allem nicht nur ganz leer, weil das ist unglaublich schwierig, dann zu sagen, okay, ihr habt jetzt eine Weste, die hat ein paar hundert Gramm, sitzt oder sitzt nicht, sondern pack dann gleich der Jacke mit rein und der Hose. Und das ist mir auch nicht zu blöd, wenn ich das im Geschäft mache, dass ich das wirklich reinpack. Dann auch schauen, was für ein Trinksystem ist dabei. Mhm. Sind das vorne so Softflask oder hast du lieber eine Trinkblase? Das ist auch so eine Typsache. Und wie sitzt das dann? Und es gibt jetzt mittlerweile immer mehr so Hersteller, die einfach für Frauen spezielle Trail-Running-Rucksäcke machen, weil das auch immer wieder Thema ist, dass der einfach an die Anatomie von den Frauen gut anpasst ist. Also da Männer, Frauen schauen, dass er gut sitzt. Ich habe einen viel breiteren Oberkörper vielleicht wie wer anderer und da ist dann wichtig, dass du einfach echt ausprobieren kannst und idealerweise auch im Geschäft und den dann richtig anpackst mit deinen Sachen und dann ein Stück laufen gehst und dann das Gefühl hast, okay, das spürt sich gut an, kompakt zuschnüren und auch mit die Trinkflaschen schauen, dass das gut sitzt, weil manche sagen, wenn ich vorne die Trinkflaschen habe, das geht für mich gar nicht, ich brauche hinten die Trinkblase. Und das ist dann einfach zum Ausprobieren und es ist sehr lästig, wenn du läufst und es wackelt ständig irgendwas beim Rucksack mhm. und du hast die Arme zum Beispiel, kannst du nicht entspannt schwingen lassen, weil du die so weit seitlich geben musst, weil der Rucksack irgendwie so unförmig ist. Also das ist von daher, glaube ich, unglaublich wichtig. Okay, ja, ich nick gerade die ganze Zeit innerlich. Ich habe tatsächlich auch Glück gehabt. Ich habe mir einen so einen Laufrucksack geholt, so völlig blind, so ene mene mu, ich nehme dich mal mit und bin total zufrieden. Deswegen hast du vielleicht so 2-3 Sachen, woran man einen guten Laufrucksack erkennt, wo du sagst, okay, da sollte, weiß nicht, 3 Schnallen haben statt nur 2 oder 2-3 Fächer haben oder sowas. Für mich ein guter Laufrucksack macht das aus, dass er vorne und hinten und so im Bereich der Nieren einfach so mehrere Fächer hat, wo ich dann entscheiden kann, wo gebe ich die Jacke rein, wo gebe ich das Erste-Hilfe-Paket hin, wo mein Handy, mein Energieriegel und meine Trinkflasche. Mhm. Dass ich die Sachen, die wichtig sind, dass ich die gleich vorne habe, die Sachen, die weniger wichtig sind, vielleicht hinten. Also das macht es aus. Und dass er vom Schnürsystem vorne so ist, dass die jetzt nicht irgendwo einschnürt, sondern dass die wirklich wohlfühlst und der Rucksack dann wie so eine zweite Haut ist und du das Gefühl hast, ja, der sitzt. Weil da würde ich keine Kompromisse eingehen. Wenn du merkst, er ist da im Bereich der Achsel zu eng geschnitten, hat das keinen Sinn, dann scheuert es irgendwo auf. Und da ist einfach, da ist jeder anders gebaut. Und da kann es auch sein, dass du als Frau einen Herrenrucksack brauchst, weil du andere Anatomie hast. Und da ist einfach wichtig, dass du da nicht nur an der Farbe und am Preis orientierst, sondern wirklich schaust, was passt ganz gut. Ohne dass ich jetzt sage, Frauen schauen mehr auf Farbe, es ist bei den Männern ganz genau das Gleiche. Das muss oft farblich ganz genau so zusammenpassen. Also das ist für mich das, was einen guten Rucksack ausmacht und dass er möglichst leicht und langlebig ist. Also nicht, wenn ich einmal beim Felsen ankomme, der schon aufreißt, wo nur am Gewicht gespart wird. Also so die Kombination Fächer, Preis-Leistung und Tragekomfort. Okay. Du hast ja gerade schon wieder, ich nenne es mal, Accessoires angesprochen. Erste Hilfe, Set, Notfallschere hattest du vorhin schon bei deiner Schafgeschichte da. Was sollte ich denn so mitnehmen, wenn ich sage, okay, ich will jetzt mal einen Trailrun probieren und bin vielleicht auch mal so 2-4 Stunden unterwegs? Mhm. Was da auf jeden Fall wichtig ist, ist ausreichend zu essen und zu trinken. Das ist für mich, das heißt,
Da habe ich zwar so Softflask mit, das sind 2x500 ml zum Beispiel. Mit reinem Wasser oder? Meistens reinem Wasser. Wenn es sehr heiß ist, habe ich manchmal so ein Bio-Elektrolyt-Getränk mit dabei, das ich gut vertrage. Das ist auch ausprobieren, was du gut verträgst. Und Energieriegeln, oder ich liebe es, also Energiebällchen selber zum Backen. Da mache ich gleich 100 Stück, friere die dann ein und habe die dann mit dabei. Und das heißt, da einfach überlegen, wie heiß ist es an dem Tag und hast du wo fix Quellen, wo du was kaufen kannst oder wo du an Brunnen hast zum Trinken. Also das vorher dir überlegen. Das heißt, Essen und Trinken ausreichend mit dabei ist. Dann auf jeden Fall ein Handy. Ich habe so ein Berghandy, weil ich will nicht immer mit meinem Handy, wo ich erreichbar bin, laufen. Ich habe da so ganz ein simples, wasserdichtes, kleines Berghandy. Da haben 4-5 Leute die Nummer. Und das hat einen guten Empfang. Und das habe ich mit dabei. Das sind diese Mikro-Handys, ne? Die habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, die wirklich nur so groß sind wie so ein Snickers, ne? So dafür. Ja, genau, so in der Größenordnung. Snickers habe ich auch manchmal mit dabei zum Essen, wenn es ist, genau. Also das habe ich mit dabei und den Klingelton auf laut gestellt, weil es braucht nur irgendwas sein, wenn der auf leise gestellt ist und du wirst angerufen, weil du irgendwo vielleicht im Graben liegst, dann hat das relativ wenig Sinn. Also Handy mit dabei und auf laut. Ah, ja, weil wenn mit dir was ist und dass die anderen dich dann hören, wenn sie dich anrufen. Das, ja. Ja? Ja, gut, sorry, das war... Cool. Ja. Kleinigkeit, ja. Und dann habe ich Kartenmaterial, also ich habe wirklich immer nur analoge Karten mit, wenn ich wo in einem neuen Gebiet bin. Ich habe schon die Apps und auf dem Handy auch und wenn du mit dem Handy navigierst, machst du vorher offline die Karten verfügbar, weil wenn du kein Handyempfang hast, das habe ich schon so oft erlebt, dann stehen die da in die Berg und sagen, okay, ich habe die Tour, aber ich habe keinen Empfang, das heißt, ich kann nimmer navigieren. Das heißt, schau dir die Strecke vorher an, erkundig dir auch über die Wegbeschaffenheit und durchaus die Karten offline verfügbar machen, genug Akku mit haben und durchaus eine analoge Karte. Erste-Hilfe-Paket um und auf, das habe ich immer mit dabei. Das gibt's ganz kleine Erste-Hilfe-Pakete mit einer Notfalldecke, also sowas dabei, mit einer Notfallpfeife vielleicht noch. Ich habe immer eigentlich, ich würde empfehlen, dass du eine wasserdichte Jacke und Hose, Haube und Handschuhe vielleicht nur mit dabei hast, je nachdem, wie hoch du nach oben gehst. Aber das sind Kleinigkeiten, minimales Packmaß, aber es ist einfach dann eben für die Pause oder wenn eine Verletzung da ist, unumgänglich und kann einfach sehr viel dann leichter machen. Und eventuell ein Wechsel-T-Shirt oder so habe ich noch mit dabei. Und eine Uhr, führe mal eine Uhr mit dabei zum Navigieren oder zum Schauen, wie weit ist es nur. Das kann da einfach auch sehr hilfreich sein, aber eben nicht nur auf die Uhr verlassen. Und dann ist es auch noch ganz gut, wenn du alleine unterwegs bist, dass du Bescheid gibst, wo du unterwegs bist. Also das habe ich mir zum Beispiel immer angefangen, ich gebe mindestens einem Menschen Bescheid, welche Tour das ich heute mache. Und da mache ich einen Screenshot von der Route, schicke das und wenn ich dann abweiche von der Route, dann gebe ich Bescheid. Und das ist eine Kleinigkeit, weil es braucht nur irgendwas sein. Und wenn dann vier in Österreich ist, so, dann müssen dann vier Bergretterinnen ausrücken, wann wer gesucht wird. Und wenn es keine Idee gibt, wo der ist, bringen sie die möglicherweise unnötig in Gefahr. Und für mich braucht es länger, bis ich gefunden werde. Und von daher ist das einfach auch ganz wichtig, dass ich das mache. Und genau, teile dir die Kräfte gut ein, schau dir das Wetter vorher an und nicht gleich zu viel in zu kurzer Zeit wollen, das heißt einfach langsam beginnen. Das sind für mich so Basics, was in den Rucksack oder in die Planung vorab für mich einfach mit reingehört. Wie siehst du das mit Stöckern? Brauche ich Stöcker, wenn ich Trailrunning anfange? Ja, gibt Vor- und Nachteile und es ist eine Typsache. Also ich kenne viele, die dann Skibergsteigen oder Langlaufen oder Inlineskaten mit den Stöcke, also Skirollern und die haben eine unglaublich gute Technik und eine Kraft, da bringt es richtig viel. Ich habe in die Arme nicht so viel Kraft, ich habe die Technik auch gar nicht so. Das heißt, ich nutze für mich eher weniger. Ich nutze aber dann, wenn ich längere Touren mache, weil es im Uphill dann einfach wirklich hilfreich ist, weil es mich unterstützt, den Oberkörper kann ich mir aufrichten und wenn ich Schneefelder mit dabei habe. Das heißt, wenn ich weiß, es ist eventuell ein Schneefeld, dann habe ich Stöcke und so kleine Minispikes, so kleine Eiserl nennt man die bei uns, die kannst du über den Trailschuh drüber ziehen und die haben einfach wirklich so ein paar Zentimeter Zacken, wo du dann einfach die zur Sicherheit noch nehmen kannst, wenn möglicherweise recht Schnee ist. Genau, also da Stöcke sind oft sehr hilfreich. Es kommt aber auch auf die Technik drauf an. Da würde man wirklich das vorher ein bisschen anschauen und im Downhill wirklich nur in Ausnahmefällen stöcken, weil da ist das Verletzungsrisiko echt groß, wenn du da von der Technik her unsicher bist.
und dann stolperst. Also neben mir hat sich mal wer die Nasen gebrochen beim Laufbewerb, weil er mit dem Stock hängen geblieben ist und dann ist ihm der Stock ins Gesicht gefahren, weil er nur eingehängt war in die Schlaufen. Mhm. Das heißt, da auch nicht einhängen, sondern wirklich da langsam herantasten, wenn Bergablaufen überhaupt in Frage kommt für Laufen mit Stöcke. Aber tendenziell eher für ein Uphill können okay. Sie Sinn machen. Dann habe ich als nächsten Punkt bei mir auf der Liste stehen, Lauftechnik. Also Trailrunning, du sagtest ja vorhin schon so ein bisschen, man muss fokussierter sein. Das unterscheidet sich ja schon ein bisschen gegenüber dem, wenn ich jetzt hier quer durch Berlin laufe. Ich weiß nicht, wie wir am besten da anfangen. Also Fußaufsatz vielleicht, wie mache ich das? Oder wo würdest du anfangen, wenn jemand sagt, okay, erklär mir mal bitte die Lauftechnik für Trailrunning? Ich fange immer bei der Haltung an. Also es ist eigentlich ganz viel bei der Haltung, weil die Haltung, so wie wir zwar jetzt da sitzen, wie du im Alltag sitzt, stehst oder gehst, ist schon mal sehr entscheidend darüber, wie effizient du zum Beispiel laufen kannst. Das heißt, da fängt es bei mir mal wirklich an, wie ist die Haltung beim Laufen und beim Traillaufen? Hast du eine Haltung mit einer guten Körperspannung oder sinkst du immer ein, kippt der Knie nach innen? Das heißt, da ist von der Lauftechnik her schon mal ganz entscheidend eine effiziente Haltung, ein gut stabilisierter, ein kräftiger Rumpf, ein dynamisch stabilisierter Rumpf. Und das ist einfach wichtig, weil dann kannst du dich schon ganz anders über die Trails bewegen. Wenn du eine gute Körperspannung hast, beweglich bist und aufrechte Haltung hast, im Gegensatz zu, du sackst jedes Mal ein und wenn du im Rumpf die Spannung verlierst, verliert man oft in die Beine die Spannung, das Knie kippt nach innen und dann kann es einfach sehr schnell anstrengend werden oder auch belastend für manche, zum Beispiel für Gelenke oder so. Also da schon mal hängt ganz viel mit der Körperhaltung zusammen. Das ist das Erste, was ich mir immer einfach in die Coachings anschaue oder bei den Camps, woran wir einfach mal arbeiten. Und das Schöne an der Haltung ist das kannst du immer üben. Oder für die ausprobieren, weil du sitzt, stehst und gehst meistens mehr, als wie dass du irgendwo im Trail unterwegs bist, auf die Wochenzeit gesehen. Und das ist echt spannend, wie da Mini-Kleinigkeiten von der Haltung sich dann aufs Laufen einfach auswirken können. Okay, dann haben wir jetzt die Haltung und jetzt will ich Uphill laufen und was mache ich mit meinem Körper, dass ich da effizient hochkomme? Ja, genau, da kommt man dann auch zum Fußaufsatz, ja, je steiler das es wird, desto eher kommst du am Vorfuß auf. Mhm. Und wenn du da jetzt beginnen willst, acht gut auf deinen Rhythmus. Dann würde ich sagen, Aline, geh das Ganze langsam an, schau, dass du gute Körperspannung hast, dass du mit der Atmung dich nicht überforderst und dann mach eher kleine Schritte, kurze kleine Schritte. Und die fangen dann echt so an, dass wir fast am Stand laufen, so am Vorfuß laufen, so das Rausfedern aus der Wade und auch aus der Achillessehne, dass ich wirklich den Komplex ein super Netz nutzen kann, um effizient bergauf zu laufen und dann wieder gehen. Dann wieder laufen oder mal Pause machen, dass du dich nicht gleich beim ersten Mal überforderst und dir denkst, boah, die Tipps, die mir noch der Florian gegeben hat, sind zwar gut und schön, aber das Trailrunning bergab ist so anstrengend, das mache ich nie wieder. Mhm. Und von daher ist es da einfach wichtig, okay, langsam beginnen, gute Körperspannung, kurze kleine Schritte am Anfang eher, den Rhythmuswechsel trainieren, gehen und laufen. Die Arme ganz bewusst einsetzen, dass du wirklich alles Armpendel mit einsetzt. Da kannst du Arme variieren, die Arme weiter runtergeben, weiter rauf und dann schauen, was braucht's gerade bei der Steigung und bei dem Tempo. Mhm. Und eine ruhige Atmung. Es ist natürlich manchmal anstrengend, aber trotzdem auch den Fokus trotzdem auf eine Atmung legen, wo du nicht das Gefühl hast, okay, ich kippe jetzt gleich um. Das macht gar keinen Spaß mehr. Das kann man schon mal machen, bei Bergintervalle oder wenn es anstrengend ist. Aber gerade zu Beginn ist es voll wichtig. Nicht stressen, nicht auf die Uhr schauen und dir denken, boah, ich mache nur 500 Höhenmeter auf die Stunde hochgerechnet. Die anderen machen 1200. Ich bin so langsam. Dann bist du wieder im Vergleich und die selber bewerten und abwerten. Sondern schau, was ist dein Tempo? Das würde ich da am Anfang raten. Wenn es steiler ist, gehen, abstützen vielleicht mit den Händen auf den Knien oder auf den Oberschenkeln. Da gibt es einfach auch so unterschiedliche Techniken, wie du effizient bergauf gehen und laufen kannst. Das klingt auch sehr intuitiv, also was man eh schon so ein bisschen macht, ne? Dass man so Schwung mitnimmt und so. Dann lass uns mal Richtung Downhill gehen, weil da gibt es, glaube ich, so ganz viele Mythen auch, dass man im Zickzack runterlaufen sollte oder gerade. Wie würdest du das empfehlen? Also was ich liebend gern mache bei meinen Camps, dass wir im Downhill laufen, also ich sage zuerst immer mal, es geht nicht ums Tempo primär, sondern um Sicherheit und um das, dass du gut fokussiert bist beim Downhill, nicht ablenken lassen. Das ist einmal Start Nummer 1. Und dann laufen wir wie kleine Kinder im Berg runter.
Sag mal, okay, wie würdest du dir vorstellen, Aline, wenn du 5, 6 Jahre alt warst, wie würdest du vielleicht am Spielplatz den Hügel runterlaufen? Und das ist so spannend, da kommt so eine spielerische Leichtigkeit und eine Freude in die Bewegung und da wird es wieder intuitiv, so wie du das gerade angesprochen hast, ich bewege mich intuitiv, mit dem Gelände, mit dem Trail. Es ist für mich kein, und ich muss da jetzt schnell runterlaufen gegen den Trail, nein, ich bewege mich mit dem Trail. Und wenn du auf das einlassen kannst, herrlich. Eins von meinen Mantren beim Downhill ist zum Beispiel trittsicher, trittsicher, trittsicher. Das heißt, ich bin immer im Fokus, trittsicher, trittsicher, auf der Erde, mit der Erde, auf der Erde, mit der Erde. Das sind zwar so Mantren von mir beim Downhill und die können zum Beispiel sehr hilfreich sein, dass du wirklich im Hier und Jetzt bist und wirklich trittsicher unterwegs bist. Mhm. Und wenn es mehr ins Technische geht, also von die Komponenten, schau, dass du nahe unter deinem Körper aufsetzt, möglicherweise eher flach und nicht zu viel auf der Ferse, weit vor deinem Körper, weil es ist höhere Stoßbelastung für normalerweise für die von den Bodenreaktionskräfte und fürs Knie. Das heißt nahe unter dem Körper und eher gleich ganz flach mit der ganzen Schuhsohle, weil wenn du dir jetzt vorstellst, es ist rutschig, du würdest einen Hügel runterlaufen bei dir irgendwo im Park und es ist richtig rutschig und du kommst mit der Ferse weit vor deinem Körper auf, rutschst du relativ schnell weg. Weil du hast nur minimale Kontaktfläche und wenn aber gleich dein ganzes Profil Kontakt hat, hast du einfach viel besseren Halt und das ist einfach dann ein effizienter und sicherer vom Laufen. Hohe Schrittfrequenz eignet sich ja ganz gut an und einfach spielerisch. Und den Trail richtig gut screenen. Das heißt, wirklich schauen, wo steige ich jetzt hin? Wenn es rutschig ist, steige ich auf andere Tritte aus, wie es ist ganz trocken, wurzelig, steinig. Das heißt, da einfach wirklich den Weg immer gut screenen und genug Abstand lassen. Zum Beispiel, wenn jetzt vor dir eine Freundin läuft, nicht 2 Meter hinter ihr laufen, weil dann siehst du den Trail nicht so gut. Das heißt, wirklich genug Abstand lassen ist für die Freundin von dir vorne vielleicht unangenehm und für die auch, weil du verlässt auf ihre Schritte und wenn sie einen unsicheren Schritt macht, habt ihr zu wenig Abstand zueinander. Also das sind für mich so, ja, so Komponenten, die da wichtig sind. Okay. Wie kann ich mir denn vielleicht, oder vielleicht hast du da eine Idee oder einen Tipp, so ein bisschen die Angst vom Downhill nehmen? Also ganz häufig steht man ja da oben und denkt so, okay, da soll ich runter und der Kopf macht, nee, mach mal nicht. Ja. Erlebe ich ganz häufig, auf deinen eigenen Rhythmus hören. Das Trittsicher-Mantra hat schon ganz viele Läuferinnen geholfen. Einfach wirklich trittsicher in deinem Rhythmus und ganz langsam anfangen und einmal spüren, wie das ist, mit dem ganzen Fuß aufsetzen und dass nichts passiert, wenn du langsam unterwegs bist und vielleicht damit kurz ausrutscht und am Hintern landest, dass du einfach auch die Angst vorm Ausrutschen eine Spur weit verlierst, weil wenn dir das noch nie passiert ist, dann ist natürlich Kopfkino, dann bist du nicht im Jetzt, so wie du lernst Skifahren, willst nicht auf den einen Baum hinfahren und dann hast du den Baum im Kopf und natürlich fährst du dann genau in die Richtung. Also Energie folgt für mich auch der Aufmerksamkeit und wenn du in Fokus auf trittsicher, das klingt so simpel, ist es auch, aber dann legst du den Fokus und die Aufmerksamkeit auf trittsicher. Und das macht einen großen Unterschied, weil wenn du, Aline, jetzt oben stehst und denkst, na, sicher nicht und ja, nicht ausrutschen, ja, nicht verletzen, ja, nicht umknicken, dann ist der Fokus auf ganz viele Dinge, die dein Hirn nicht will und das muss dein Hirn erst einmal verarbeiten, negieren und das braucht unglaublich viel Zeit. Also gleich die Aufmerksamkeit dorthin legen, wo du willst und in einem ruhigen Tempo. In einem ruhigen Tempo, okay. So, jetzt gehen wir mal in das Szenario rein. Das haben jetzt Leute hier in den Podcast gehört und denken, ja geil, Trailrunning, die buchen direkt jetzt erstmal eine Hütte in Österreich irgendwo im Niemandsland. Wie kann ich mich denn vielleicht zu Hause schon auf Trailrunning vorbereiten? Also gibt es irgendwie bestimmte Muskelgruppen, die ich sehr trainieren sollte, dehnen sollte? Was kann ich da schon machen? Voll. Das kannst du richtig gut trainieren. Und zwar die 5 motorischen Grundeigenschaften bieten sie da echt gut an. Das heißt, ich mache Beweglichkeitstraining, weil wenn du irgendwo eingeschränkt bist in der Beweglichkeit, ist tendenziell eher bei Männern der Fall, dann ist die Lauftechnik und die Sicherheit am Trail oft auch nicht so gegeben. Koordination, das ist das, was du super trainieren kannst, weil Laufen im Gelände, Laufen an sich ist ja immer ein Einbeinsprung um den nächsten. Und wenn du das im Gelände machst, es ist nie jeder Schritt gleich. Das heißt, du kannst koordinatives Training in dein Training mit einbauen. Einbeinstand auf einer labilen Unterlage, Sprung ABC, Lauf ABC. Solche Dinge sind extrem hilfreich und das kannst du überall machen, im eigenen Wohnzimmer. Krafttraining, die nächste motorische Grundeigenschaft, kräftige Füße,
kräftige Beine, kräftiger Rumpf. Das sind so für mich die drei Haupttrainingsbereiche, weil ein kräftig beweglicher Fuß ist unglaublich wichtig, weil der Trail eben unwegsam ist und wenn wir unten eine gute Basis haben, ist das schon mal ganz wertvoll. Kräftige Beine, sowohl für den Up- wie für den Downhill, einfach über ein paar Basics an Kraftübungen für die Beine und der Rumpf natürlich ganz genauso. Weil wenn du wenig Rumpfspannung hast, ist das auch nicht so sicher beim Laufen und nicht so effizient. Krafttraining und natürlich Ausdauertraining, dass du einfach die Ausdauer trainierst, dass du Kraftausdauertraining machst, Stiegenläufe vielleicht machst, wenn es da bei dir die Möglichkeit gibt. Und Schnelligkeitstraining ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Was ich eher trainiere, ist die Reaktionsschnelligkeit. Und das kannst du auch wieder super mit koordinativem Training verbinden, dass du schnell reagieren kannst, wenn irgendwas Ungeplantes kommt. Und das ist am Trail halt relativ häufig, dass du mal das rutschig wird und darum auch die Reaktionsschnelligkeit kannst du in dein Training mit einbauen. Und das wären eigentlich so die Sachen. Da kannst du ja die fünf motorischen Grundeigenschaften eigentlich super orientieren, weil beim Trail-Learning brauchst du alle mehr oder weniger. Und da gibt es ja unzählige Übungen und Möglichkeiten, wie du das trainieren kannst. Und genau, also das wäre so meine Empfehlung zusätzlich zum mentalen Training, zum Visualisieren und was man da alles für Möglichkeiten hat, um dich darauf zu einstimmen, dass du eben zum Beispiel keine Angst hast und nicht unsicher bist und solche Sachen. Dann sagen wir mal so, du bekommst jetzt die Bühne von mir hier und du darfst jetzt ein Plädoyer fürs Trailrunning aussprechen, warum Leute vielleicht unbedingt mal Trailrunning ausprobieren sollten. Ja, weil es, also ich würde, wenn man es gerade noch nie gemacht hat, einfach einmal Laufschuhe an, bei Wind und Wetter einfach rausgehen und einmal schauen, neue Wege entdecken, andere Routen entdecken und es ist komplett egal, wo du jetzt wohnst, einfach einmal schauen, wie ist es in der Natur zu laufen, auf einem Waldweg, auf einem Berg zu laufen und es ist so spannend einfach, auch wie ich eingangs gesagt habe, den eigenen Rhythmus dann erkennen, entdecken, die eigenen Stärken, vielleicht auch die eigenen Schwächen dann erkennen und das einfach ausprobieren, mutig sein, einmal aus der gewohnten Laufkomfortzone vielleicht einmal rausgehen und einfach was Neues machen. Und das ist das unglaublich Schöne, weil du bist in der Natur, bei Wind und Wetter, weil für mich gibt es einfach beim Laufen kein schlechtes Wetter. Es gibt manchmal Wetter, wo ich halt manche Sachen nicht machen kann, aber einfach bei Wind und Wetter raus und einfach einen Fuß für den anderen und neue Wege entdecken. Das ist das, warum ich einfach empfehlen würde, Trailrunning, wenn wer Lust hat, wer überzeugen oder tue ich kann, aber wenn wer Lust hat grundsätzlich, dann würde ich da unbedingt da einladen, das einmal auszuprobieren. So, jetzt hast du mir unglaublich viel Lust aufs Trailrunning gemacht und ich bin schon sehr traurig, nächsten Tage soll es hier regnen. Naja. Florian, ich danke dir vielmals, dass du dein ganzes geballtes Wissen mit uns jetzt hier geteilt hast und ich glaube sehr, sehr vielen Leuten sehr viel Lust gemacht hast, jetzt Schuhe an und einfach irgendwo raus den nächsten Hügel besteigen und wenn er noch so klein ist. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, man sieht sich mal. Vielleicht komme ich ja mal zu deinem Camps runter, weil Bock hätte ich auf jeden Fall. Und ich wünsche dir einfach alles Gute. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch herzlich für die Einladung bedanken. Es hat unglaublich Spaß gemacht, dass wir sie gemeinsam austauschen können. Und ja, vielleicht tatsächlich sehen wir uns mal bei dem ein oder anderen Trail-Running-Camp. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht den ein oder anderen Trail für dich in deiner Umgebung jetzt einmal ein bisschen anders zum Entdecken. Yes, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Florian Reiter. Also ich habe jetzt richtig Bock, in die Berge zu fahren. Naja, der nächste Urlaub kommt ja bestimmt irgendwann. Ihr lasst es euch bitte gut gehen, bleibt gesund und wir freuen uns gemeinsam auf eine laufreiche Zeit. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running!